Ja, also wir haben zu dritt gestartet und das ist dann relativ schnell gegangen. Also irgendwann haben wir mal gemerkt, okay, wir kommen zu dritt nicht mehr zusammen, wir brauchen Verstärkung. Und dann haben wir uns den ersten Tischler eingestellt und danach ist ein Schlosser gekommen und mittlerweile sind wir 12 Leute. Also es ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Wir verkaufen viel mehr Tisch, viel exklusivere. Und wir sind natürlich auch nicht von dem Thema Verkauf gekommen oder haben das gelernt, aber wir geben uns extrem viel Mühe und mit jedem Verkaufsgespräch lernt man was dazu. Und dazu gelernt haben die Jungs aus dem Tennengau eigentlich sehr viel. Mittlerweile stehen die Tische in Österreich, Deutschland und in den Schweizer Esszimmern. Das alles funktioniert aber nur dann, wenn man sich aufeinander hundertprozentig verlassen kann. Und das ist halt dann richtiger Gaudi zum Arbeiten, wenn da ein cooler Teamspirit da ist, wenn jeder Gas gibt und jeder Freude beim Arbeiten hat. Ja, und da geht halt dann richtig was weiter und kommt auch was Cooles raus. A Gaudi machen aber auch die Projekte, die immer wieder an Land gezogen werden. So hat man sich entschieden, einer alten Buche aus Golling, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste, neues Leben einzuhauchen. Wir haben uns halt dann darum gekümmert, dass wir wirklich sagen, okay, der Baum landet jetzt nicht in irgendeinem Ofen in Golling, sondern dass wir wirklich schauen, dass da was Vernünftiges draus gemacht wird und dass man den auch erhält und ein cooles Projekt aus dem ganzen Baum aufzieht. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir so runde Tische draus bauen. Das sind wirklich sehr handliche und einfache Geschichten, um wirklich auch jedem die Möglichkeit zu geben, dass er sich ein Stück von dem Baum zu sich nach Hause holt. Das Team der Dreikanter ist zwischen 21 und 29 Jahre alt und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit Produkten aus der Region für die Region zu arbeiten. Ein World Changer, weil uns einfach extrem wichtig ist, dass wir ein regionales Produkt produzieren, weil uns extrem wichtig ist, dass wir dafür einen regionalen Werkstoff hernehmen und wirklich bei uns jedes Stück beim Namen kennen, wirklich wissen, wo das her ist. Vor 2 Jahren haben wir sie noch die Boyband der Tischler genannt, aber mittlerweile rocken sie die Branche und das haben sie uns auch bewiesen.